Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Blind Gaming Review, beziehungsweise ist es heute ein Playthrough. Heute geht es um Gradius 3, das Spiel, an dem sich Namen wie zum Beispiel Parodius, die ich ja auch hier schon vorgestellt habe, in Teilen orientiert haben. Dieses Video entstand im Rahmen der Unterstützergala für den Retro-Spiele-Club in Hamburg, das bespielbare Museum, in dem ihr nicht nur alte Spielekonsolen und Computer wie zum Beispiel Amiga oder Commodore 64 anschauen, sondern auch wirklich aktiv ausprobieren könnt. Weitere Infos dazu findet ihr im Kanal in der Beschreibung oder einfach auf retrospieleclub.de. Das Spiel, das ich euch heute vorstellen möchte, werde ich wieder mittels Cheatcodes durchspielen. So habe ich als blinder Gamer die Möglichkeit, dieses Spiel wirklich einmal von vorne bis hinten durchzuspielen. Vielleicht nicht ganz komplett, denn Gradius 3 hat einige Bonus-Level, die es einem ermöglichen, die Endgegner der jeweiligen Stages zu umgehen. Es gibt keinen Cheatcode, den man jetzt normal bei einem Modul oder so eingeben kann, um unbesiegbar zu sein, damit man das hier unbeschadet durchspielen kann. Gradius 3 gehört zu den Spielen, die zum Beispiel über einen Code verfügen, den man mit Hilfe der Action Replay Module zum Beispiel nutzen kann. Die Action Replay Module sind Module, die man in den Super Nintendo steckt das Spiel obendrauf, dass man gerne cheaten möchte, und dann gibt es eine Reihe von Codes, die man dann über das Gamepad eingeben muss, die aber auch nur im Zusammenhang mit diesem Modul funktionieren. Ich nutze heute den RetroArch Emulator, und der ermöglicht es mir nämlich auch, diese Action Replay Cheatcodes zu nutzen in Form von Cheat-Dateien. Diese liefert RetroArch übrigens immer mit. Die befinden sich im Programmverzeichnis im Unterordner Cheats. Es sind Textdateien. Man kann sie auch mit dem Editor einfach editieren und die Parameter ein- oder ausschalten, die man gerne nutzen möchte. Das ist vor allem dann interessant, wenn man keine Lust hat, bei Spielen mit sehr großer Cheat-Struktur, sage ich mal, sich da durchzuscrollen, durchzunavigieren, um sich dann das Richtige rauszusuchen. Dann am besten einmal vorher schon das Ganze sich einstellen. Für alle diejenigen, die allerdings keine Möglichkeit haben, das Spiel sich, sag ich mal, zu modifizieren, werde ich gleich einmal kurz die Menüs zeigen. Wer das Ganze versuchen möchte, ebenfalls blind zu spielen, die Menüs werde ich natürlich auch erläutern und euch ein, zwei Optionen zeigen, die ihr unbedingt einstellen solltet, damit ihr es ein wenig leichter habt. Man muss dazu natürlich sagen, Gradius 3 ist kein leichtes Shoot'em'up, aber es ist auch keins, was zumindest vom ersten Level her nicht machbar wäre. Also man kann da durchaus auch ohne irgendwelche Mogelpackungen weiterkommen, aber mehr dazu aber auch gleich. Übrigens feiert dieses Spiel demnächst seinen 30. Geburtstag. Am 13. August 1991 wurde Gradius 3 für den Super Nintendo von Konami veröffentlicht. Grund genug, sich dieses Spiel einmal genauer anzuschauen. Vor allem, weil ich ja auch schon in bisherigen Reviews und Playthroughs die Parodius-Reihe ausführlichst hier vorgestellt hatte. Wir beginnen erstmal mit der normalen Menüstruktur von dem Spiel und werden dann im zweiten Schritt die Cheatcodes einstellen. So, das ist das Startmenü, ein Player, zwei Player und Options. Options ist an dritter Stelle. Wenn man das mit Start bestätigt, dann kommt man auf einen neuen Screen. Da ist der erste Eintrag die Schwierigkeit, die steht auf Normal. Nach links ist Easy und nach rechts ist Hard. Wir stellen das Ganze ruhig mal auf Easy, um trotz Cheatcodes leichter durchzukommen und das Ganze hier nicht unnötig, sag ich mal, in die Länge zu ziehen. An sechster Position in diesem Menü finden wir etwas, das nennt sich Power Up Auto Mode. Das kennt man auch aus den Parodius-Spielen. Dort stellt man es allerdings später ein, nicht in den Options, sondern bei der Auswahl des Flugzeugs. Das bedeutet, wenn man hier Symbole einsammelt, sollen sie automatisch aktiviert werden oder möchte man das die ganze Zeit manuell machen. Die Steuerung hier ist etwas blöd. Der Knopf zum Aktivieren
der Symbole und der Power-Ups ist nämlich nicht wie bei den anderen Spielen, wie zum Beispiel bei Parodius, der Knopf Y, sondern der Knopf A. Das ist immer ein bisschen blöd umzugreifen, darum ändern wir das einmal auch. So, mit Start kommt man hier wieder raus. Und mit Start kommt man dann auch ins eigentliche Spiel. So, nun hatte ich ja gesagt, wollen wir das Ganze einmal kurz etwas modifizieren. Wer RetroArch nutzt, einfach mit F1 ins Menü und dann entweder mit den Pfeiltasten oder bei angeschlossenem Gamepad dann mit dem Steuerkreuz nach oben gehen. Nicht wundern, ihr hört jetzt wieder die Stimme der Sprachausgabe vom Emulator. Genau, das bestätigt man. Das machen wir auch. So, und dann landen wir in einer Ordnerstruktur. Und wählen einfach die Datei aus. Speichere. So. Neuen Cheat nach. Cheats beim Spielstart anwenden. Dann sollte man anwenden aus. Einmal runtergehen auf sofort anwenden, das Cheats einmal sofort aktivieren. Anwenden ein. Die Alternative wäre Cheats beim Spielstart anwenden, das Spiel läuft aber schon, das würde dann also nicht mehr funktionieren. Wenn man jetzt runtergeht, hat man die Liste der Cheats, Cheat die man Raute anwenden 0, kann. Infinite Kanami Code Use. Cheat Raute 1, Start in Weapon Modi. Cheat Raute 2, Infinite Mega Cruise HAN. Cheat Raute 3, Invincibility. 1, 6D2 DD464. Das habe ich schon vorab eingestellt. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Dateien kann man auch im Editor ganz einfach ändern, so dass ich hier nicht groß noch was 0. umstellen brauche. Eine Besonderheit bei RetroArch, wo ich immer noch nicht hintergekommen bin, warum man das tun sollte. Es gibt hier einen Punkt, da wird nichts gesprochen. Da wird, denke ich mal, irgendwas auf dem Bildschirm zu sehen sein, irgendein Symbol oder so. Da einmal mit A auf dem Gamepad bestätigen. So kann man sicher gehen, dass die Cheats auch wirklich geladen werden. Ich hatte schon das ein oder andere Mal beim Ausprobieren nämlich die Situation, dass es so nämlich nicht lief, wenn ich das nicht gemacht habe vorab. Ob das wirklich immer notwendig ist oder nicht, man kann ja einfach mal auf Nummer sicher gehen. Mit F1 übrigens kommt man wieder in das Spiel zurück. So, und ich ziehe mich jetzt zumindest, was die Moderation anbelangt, mal mehr oder weniger aus dem Geschehen zurück und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das war etwas, das ich manuell aktiviert habe, den Laser. Lustigerweise ist der bei dem Automodus, egal ob jetzt hier bei Gradius 3 oder bei Parodius, bei allen drei Teilen nicht mit vorgesehen. Da passiert erst was, wenn man 5 Symbole eingesammelt hat. Da kann man dann manuell noch ein bisschen nachsteuern. Aber den Rest werde ich jetzt ganz und gar, sag ich mal, dem Zufall überlassen. Übrigens ist Gradius 3 auch wie Parodius ein horizontaler Shooter, das heißt, für alle, die das nicht sehen können und sich auch blind einmal daran versuchen wollen. Man steuert von oben nach unten, also Steuerkreuz nach links gedrückt und dann immer, würde ich vorschlagen, dann im Wechsel immer nach oben und wieder nach unten.
Welt 1 geschafft. Weiter geht's. Nächste Runde. Was mich gerade etwas überrascht hat, muss ich ja mal sagen, das Soundsetting ist ja schon teilweise etwas spartanisch, wenn man da wirklich mal an die Parodio-Spiele denkt. Umso mehr hat die Explosion gerade doch etwas überrascht. Die war ja im Vergleich zu den sonstigen Sounds und Geräuschen hier doch sehr wuchtig. Und auch diese Welt wäre geschafft. Thank you.
Der Musik nach zu urteilen, würde ich sagen, es ist wieder ein Endgegner. Wer übrigens Lust hat, mal ein wenig zu beschreiben, was das für Welten sind, die man hier durchfliegt, gegen was für Gegner man hier antreten muss, gerne kommentieren, ob nun im Kanal vom Retro-Kompott, wo dieses Video auch zu sehen sein wird, oder auch in meinem privaten YouTube-Channel. Geräusch hat ein bisschen was von Stromschlägen, die uns natürlich nichts anhaben können, aber ich hatte auch zweimal schon durch fleißiges Einsammeln Schutzschilde aktivieren können.
Thank you.
was auch immer das gerade gewesen ist. Der Levelübergang war ein wenig anders als sonst. Ich würde mal vermuten, das ist eines der vorhin erwähnten Bonus-Level, mit denen man wohl auch den nächsten Endgegner umgehen kann. Wir werden es sehen. Ja, so war es dann auch. Es gibt aus einigen Welten einige andere Ausgänge, diese führen in Bonus-Level und dann da kann man, wie ihr ja gerade gesehen habt, noch einiges einsammeln. Auch dafür dann auch keinen Endgegner zu besiegen von dieser Welt. Und auch das wäre geschafft. Ja.
war mal ein kurzes Level. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, anscheinend wieder ein Bonuslevel. Es hat irgendwie den Anschein, als kämen jetzt nur noch irgendwelche größeren Endgegner.
sehr hartnäckig. Oder es gibt hier irgendeinen Ausgang, den ich nicht finde. Beides natürlich möglich. Ich weiß es nicht. Ich spiele heute für euch hier das Spiel zum ersten Mal komplett durch. Das war's. Und weiter geht's. Thank you.
Ich würde mal behaupten, das war's. Es sei denn, es kommt gleich noch irgendein Bonus-Level, was es ja bei den Parodius Games sehr häufig gab. Warten wir es einfach mal ab, was passiert. Da ich nicht weiß, ob gerade irgendwas Nettes zu sehen ist, irgendeine Sequenz, irgendein Art Film oder irgendwas, lass es einfach noch mal eine Weile laufen. Spannende Frage, ob man jetzt wieder von vorne anfängt. Ich würde es mal behaupten, werde ich ja gleich merken, ob es sich gleich wiederholt oder nicht. Das war's. Das war Gradius 3 für den Super Nintendo, das am 13. August diesen Jahres, übrigens seinen 30. Geburtstag feiert. Am 13. August 91 wurde dieses Spiel von Konami veröffentlicht. Das war mein Beitrag für die Gala und die Unterstützergala für den Retro-Spiele-Club in Hamburg. Ein bespielbares Museum sozusagen, in dem man nicht nur alte Konsolen und Heimcomputer wie zum Beispiel Commodore 64 oder Amiga, Atari, Super Nintendo, verschiedene Handhelds und so weiter anschauen und bestaunen, sondern auch wirklich aktiv ausprobieren kann. Weitere Infos findet ihr hierzu auch auf retrospieleclub.de. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, egal wo, ob nun im Kanal vom Retro-Kompott, wo ihr diese Episode auch sehen könnt, oder in meinem privaten Kanal oder auf Twitch, wenn das hier ausgestrahlt wird in der Gala. Ich freue mich auf Feedback. Bis dahin erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal.